Recording. Wir können anfangen mit dem heutigen Call. Leute, wir müssen verstehen, ich meine, wenn wir auf GFO schauen, auf die gesamte Company, ich meine, wir alle wissen, okay, wir alle wissen ganz genau, dass diese Firma einen unglaublichen Service bietet, oder? Ein unglaublicher Service und das für 5 Euro am Tag. Okay, wenn wir gucken, 150 Euro im Monat, 5 Euro am Tag für Forex, Crypto, Social Media, für E-Commerce, okay, für Stocks, für Personal Development und. Für so viele Dinge, wo wir so viel Value bekommen. Okay, für 5 Euro am Tag, das ist nichts. Okay, heutzutage so viel. So wenig Geld in sich selbst zu investieren und so viel zu bekommen, ist nicht normal. Das heißt, wir haben einen unglaublichen Service und wir dachten uns, okay, warum machen wir nicht einen Call, All About Our Education Service, wo wir genau darüber reden, okay, was bietet GFO eigentlich? Was bietet eigentlich unsere Organisation? Und dass du mal darüber nachdenken kannst und verstehen kannst, okay, was bietet eigentlich diese Company? Was kannst du hier eigentlich bekommen? Welche Leute stecken eigentlich dahinter? Und deswegen, wenn du auch auf diesem Call heute bist und du bist vielleicht das erste Mal auf diesem Call und du bist kein Teil von dieser Organisation, dann hast du heute die Möglichkeit, ein bisschen Einblick zu bekommen in die Strategien, ein bisschen Einblick zu bekommen in das, was eigentlich dahinter steckt. Und deswegen freue ich mich sehr auf diesen Call heute und ich werde damit wirklich direkt rüberschwenken in das Edifying an den ersten Speaker. Und den ersten Speaker, den wir heute hier auf diesem Call haben, ist der liebe Adam. Alright, Adam ist heute hier mit uns auf diesem Call und ich find diesen Mann einfach wunderbar. Warum? Weil er ist vor kurzem erst E5000 gegangen. Erstmal nochmal Kongress von meiner Seite aus. Vor kurzem Elite 5000 gegangen hier in Gifu. Na Leute, er ist die Person, okay? Erstmal ganz kurz, Leute, wer kennt das Tool Golden Hour? Wer kennt das Tool Golden Hour hier bei Gifu? Leute, ich denke, ihr alle kennt es. Ihr alle verdient Geld damit. Es ist insane, okay? Leute, ich bin nicht ehrlich. Ich bin mittlerweile seit über 6 Jahren in dieser Industrie. Ein Tool wie dieses hat lange nicht so performt und das über eine so konstante Art und Weise. Nun, Adam war einer der Personen, die unter anderem dazu beigetragen hat und gesagt hat, hey, ich will dieses Tool hier in diese Company reinbringen, aber ich will es nicht nur reinbringen. Ich will es nicht nur einfach wieder aufbauen. Nein, ich will es verbessern. Ich will es implementieren. Ich will es noch auf noch neues Level bringen. Genau das hat Adam gemacht über die letzten Monate hier bei GFO. Er hat gesagt, hey, ich nehme die Aufgabe, dieses Tool zu meistern, dieses Tool auf ein neues Level zu bekommen. Leute, dieser Typ ist ein brutaler Hustler, hat eine unglaubliche Culture in seiner Organisation. Ich habe das letztens bei ACX gesehen. Die gesamte Culture, Menschen rennen mit Schildern rum. Und diese Dinge kommen nur dann, wenn du wirklich etwas Wunderbares geschaffen hast, eine wunderbare Hingabe hast für deine Organisation. Und genau das ist das, was Adam gemeistert hat. Er ist nicht nur ein E5000, der eine unglaubliche Verantwortung hat für eine große Organisation im Network. Nein, er selber ist ein Trader, hat Golden Hour mitentwickelt hier bei uns, ist unter anderem verantwortlich dafür. Und ich bin extrem dankbar. Leute, dieser Mann, okay, stell dich mal vor, die meisten Menschen haben die Ausrede, dass sie keine Zeit haben. Keine Zeit hierfür, keine Zeit dafür, keine Zeit. Leute, dieser Mann hat neben dem Business seinen Bachelor gemacht. Er studiert, seinen Bachelor dann gemacht, hat währenddessen das Business aufgebaut, erfolgreich, währenddessen das Trading aufgebaut. Leute, das ist, wenn ich jemanden gibt, der dir genau teachen kann, wie Trade and Build funktioniert, wenn es jemanden gibt, der dir genau teachen kann, wie Trading wirklich klappt, wie man sein Leben in den Griff bekommt, dann ist es Adam. Und er ist heute hier mit uns auf diesem Call und wird dir genau zeigen, was für einen Service er anbietet, was er tut, was wir hier machen gemeinsam mit ihm. Deswegen, Adam, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich gebe dir kurz den Co-Host. Ich denke, du siehst den Chat, das gesamte Team ist ready. Deswegen, ich gebe dir das Wort ab und du kannst direkt losstarten. Let's go. Let's go, let's go. Kann man mich hören, Ilja? Yes, sir. Yes, so. Ich habe gerade auf jeden Fall noch geschaut, dass das Internet reibungslos läuft, weil Leute, ich bin gerade im Ausland. Und Ilja, vielen lieben Dank erstmal für diese wundervollen, liebevollen Worte, weil sowas ist für mich nicht selbstverständlich, Leute. Ilja ist die Person, von der ich so viel in diesem Business gelernt habe, eine Person, die mich so stark in diesem Business inspiriert und vor allem, also eine Person, für die ich extrem, extrem dankbar bin, weil ihr wisst alle, dass Ilja diese Personal Development Sessions macht, okay? Das heißt, dass wir uns persönlich weiterentwickeln können. Und wir reden halt immer davon, dass beim Trading 90% Mindset ist und 10% Strategie, aber die meisten Leute investieren 90% ihrer Zeit in die Strategie, aber nur 10% in ihr Mindset. Und deswegen müssen wir uns glücklich und dankbar schätzen, dass wir einen Ilja haben, der wirklich in so jungen Jahren so viel erreicht hat und diese Erfahrung mit uns teilt auf persönlicher Ebene, auf spiritueller Ebene, damit wir als Mensch, als Person wachsen dürfen. Und das dürfen wir halt nicht unterschätzen. Und das war auch einer der wichtigsten Gründe, warum ich im Trading so schnell vorangekommen bin. Ganz einfach durch den Mehrwert von Ilja. Durch die Sachen, die Ilja mitgegeben hat. Durch die Punkte, durch die ich wachsen konnte. Und damit würde ich auch direkt in den Call reinstarten, Leute. Und zwar, für alle Leute, die das erste Mal auf der Session sind, die neu bei GFO sind, erstmal herzlich willkommen an jeden Einzelnen. Wir werden am Ende meines Parts noch ein kleines Announcement haben, eine kleine Überraschung, deswegen bleibe auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Aber vielleicht kurz zu mir, ich bin Adem, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf und ich teache den Leuten die Strategie Golden Era. Einige hier werden die Strategie Golden Era schon kennen.
Aber ja, wenn man das so sagen darf, bin ich irgendwo die Person, die es dir beibringen darf, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und vielleicht kurz zu meiner Story, weil ich finde, es ist, damit du diese Strategie ein bisschen besser verstehst, ist es wichtig, dass du meine Story verstehst, weil du dann die Vision hinter dieser Strategie verstehen wirst. Und zwar musst du dir vorstellen, ich komme aus einem Haushalt mit einer alleinerziehenden Mutter, die es finanziell nicht gut hatten. Wir haben vom Staat gelebt. Und wir hatten es nicht einfach im Leben, okay? Wir haben es nicht einfach im Leben. Und so wie Ilias gerade schon erwähnt hat, ich hatte studiert, ich habe mit meinem Studium angefangen, ich habe meinen Bachelor gemacht. Während meines Studiums habe ich parallel bei Mercedes gearbeitet, in der Hauptzentrale in Stuttgart für 2 Jahre. Ich hatte dort meine Bachelorarbeit geschrieben, habe dann angefangen, mich viel mit der Selbstständigkeit zu beschäftigen und habe dann angefangen, mich während der Corona-Pandemie vor allem sehr viel mit Büchern zu beschäftigen. Okay, sehr viel mit Büchern zu beschäftigen, sehr viele Sachen zu lesen und habe mir dann im Prinzip meine Ziele runtergeschrieben und dann einfach geguckt, okay, was brauche ich für diese Ziele? Es gibt Ziele, für die brauchst du Geld, es gibt Ziele, für die brauchst du Zeit, es gibt Ziele, für die brauchst du beides. Okay, es gibt Ziele, für die brauchst du beides. Und ich habe dann als allererstes eine Firma gegründet. Okay, ich habe eine Firma gegründet. Das war so das, meine erste Erfahrung in der Selbstständigkeit. Eine GmbH im Bereich Fuhrparkmanagement. Ja, mit einem Geschäftspartner zusammen. Hat mich knapp 12.500 gekostet. Und da habe ich so diesen ersten Berührungspunkt gehabt, wie schwer es eigentlich sein kann, wenn du keinen Mentor hast, wenn du dir alles selber beibringen musst, wenn du Fehler machst und dafür bezahlen musst mit Zeit, Kraft, Geld, Energie. Und ich habe es auf den harten Weg gelernt, okay? Ich habe im Prinzip Unternehmertum über den harten Weg kennengelernt. Mit fünfstelligen Investments von morgens bis abends am Schreibtisch sitzen, neben meiner Arbeit und neben meinem Studium, neben meiner Prüfungsphase. Und es war im Prinzip etwas, was irgendwann einem nicht gut getan hat. Okay, auch wenn du vielleicht gutes Geld verdient hast, kamst du irgendwann an den Punkt, wo du unglücklich warst. Ja, und ich habe mich dann weiter umgeschaut und bin dann auf das Thema digitale Skillsets gestoßen. Ja, wie zum Beispiel mit E-Commerce, Trading, Kryptos, Aktien und so weiter und so fort. Das alles, was dir hier geboten wird. Und ich habe darin das Potenzial gesehen. Okay, ich habe in diesen Skills das Potenzial gesehen, meinen Träumen und Zielen näher zu kommen. So, aber jetzt kommt der Punkt. Ich war an dem Punkt, wo ich am Anfang gedacht habe, wie will ich alles unter einen Hut kriegen? Ich habe meine Selbstständigkeit am Laufen, ja, ich studiere nebenbei, habe meine Prüfungsphase, muss meine Bachelorarbeit schreiben, habe eine 40-Stunden-Woche, bin dann auch nebenbei zum Sport gegangen, habe noch eine alleinerziehende Mutter und ich dachte mir so, wie kriegt man das alles unter einem Hut? Weil es muss ja irgendwo möglich sein. Und da war Zeitmanagement sehr, sehr wichtig. Und wo ich das erste Mal mit Trading gestartet bin, ja, drop mal eine 1 in den Chat, wo du mit Trading gestartet bist und am Anfang dachtest, es ist kompliziert und schwer. Weil du gar keine Ahnung hattest. So, genau. Leute, ich war genau diese Person. Ich bin mit Trading gestartet und dachte am Anfang, okay, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, es ist ein bisschen schwer. Zu meiner Zeit vor 3 Jahren war es auch so, wenn du nicht die richtigen Mentoren hast. Okay, wenn du wirklich an einem Punkt stehst, wo du dir versuchst, irgendwie alles. Also, es ist einfach kompliziert, weil du nichts hast, was dich unterstützt. Es ist wie beim Fahrradfahren, diese Stützräder an der Seite. Okay, und es hat sich dann irgendwann aus dieser Situation heraus eine Vision bei mir kreiert. Und zwar zu gucken, okay, wie kann man dafür sorgen, dass die Menschen so schnell es geht, so einfach wie es nur geht, an Resultate kommen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, wie Menschen leicht, schnell und unkompliziert einfach an Resultate kommen. So, weil am Ende des Tages sind wir hier gestartet, um unseren Träumen und Zielen näher zu kommen. Uns werden auch wundervolle Strategien beigebracht. Darauf geht zum Beispiel gleich auch der Erik ein. Und wir haben auch die Möglichkeit, solche Strategien uns anzueignen. Aber der Punkt ist halt, es gibt zwei Optionen. Entweder du widmest dich einer Strategie, investierst 6 bis 12 Monate, um darin fit zu sein und Geld zu verdienen. Oder du lernst schon mal eine anfängerfreundliche Strategie. Und während du Geld verdienst, und während du Resultat hast, kannst du in Ruhe eine weitere Strategie lernen, ohne finanziellen Druck. Und ich wollte, dass die Leute von Anfang an diesen finanziellen Druck weg haben. Ich wollte, dass die Leute von Anfang an an Resultate kommen, um sich in Ruhe weiteren Strategien zu widmen, die vielleicht ein bisschen länger Zeit brauchen. Und durch diese Vision ist am Ende des Tages Golden Era entstanden. Und ich würde euch einmal einen Einblick hinter Golden Era geben, damit ihr auch versteht, wie das Ganze hinter den Kulissen funktioniert. Falls du neu bist oder noch nichts von der Strategie weißt, ich würde dazu einmal kurz meinen Bildschirm teilen. So. Ich sehe hier ganz oben den Colin oder den Philipp. Philipp, siehst du meinen Bildschirm? Jawohl, sehr gut. So, Leute. Und zwar, falls du neu gestartet bist oder nicht weißt, wo du Golden Era findest, das erste, was du machst, ist, du meldest dich auf der Seite gfolive.com an.
Mega, mega simpel mit deinen GFood-Zugangsdaten. Nachdem du das gemacht hast, findest du hier links, okay, den Reiter mit dem Punkt Scanner. Dann klickst du auf den Reiter Scanner. So, und jetzt öffnet sich dieses wunderschöne Fenster und hier oben rechts kannst du deine Strategie auswählen. Ja, Golden Arrow ist mittlerweile auf Platz 1 bei Gifu. Deswegen auf jeden Fall vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der das Ganze nutzt. Und du siehst, dass hier schon die ganzen Voreinstellungen getätigt wurden. Das heißt, im 5-Minuten-Chart und der Gold-Chart. Das heißt, wir traden Golden Arrow nur bei Gold. So, und ich werde dir erstmal einfach nur ganz simpel erklären, wie diese Strategie funktioniert. Und zwar gibt es verschiedene Bestätigungen. Okay, verschiedene Bestätigungen. Und diese Strategie beruht darauf, dass wir diese psychologischen Level beobachten. Das sind diese grauen, dünnen Linien hier. So, und was passiert jetzt? Wenn die Bedingungen, okay, wenn die Bedingungen gegeben sind, du hast am Anfang erstmal gar keine Box, aber wenn wir kurz davor sind, eine Bestätigung zu bekommen, ist die Box grau. Aber wenn unsere erste Bestätigung eintrifft, okay, wenn unsere erste Bestätigung eintrifft, bekommen wir eine goldene Box mit einem goldenen Haken. Das ist unsere erste Bestätigung. So, ich werde das einfach mal hier kurz mit diesem Pfeil markieren. Wir können auch mal kurz die Farbe ändern in Rot. Das ist unsere erste Bestätigung. Wir bekommen einen Haken mit einer goldenen Box und das ist auch gleichzeitig die Bestätigung, wo du eine Benachrichtigung bekommst. Das heißt, du musst nicht die ganze Zeit an dem Chart hängen und kleben und warten, dass da irgendwann irgendwie was kommt. Nein, wir wollen es den Leuten so einfach wie möglich machen, dass egal, was du für einen Alltag hast, dass du jederzeit Zugriff hast auf simple Trades. Okay, und das ist unsere erste Bestätigung. Das heißt, du bekommst einen goldenen Haken mit einer goldenen Box. So, und jetzt, wenn diese Kerze geschlossen hat, dauert das 5 Minuten, bis die zweite Kerze schließt. Nur 5 Minuten. Und du hast jetzt 5 Minuten Zeit, dir die Marktstruktur anzuschauen und so weiter und so fort. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Das heißt, das Einzige, was du machst, ist 5 Minuten warten. Du kannst in der Zeit die Lot Size berechnen, dein Handy rausholen, whatever. Du kannst deine Vorbereitungen machen. Und nach diesen 5 Minuten, wenn diese Kerze geschlossen ist, erscheinen hier auf der rechten Seite die Parameter. Okay, es erscheinen Parameter. Und was du dann im Prinzip machen kannst, ist, du kannst hier entweder warten, dass der Markt in die goldene Box kommt und mit Marktausführung reingehen. Oder du machst es dir noch simpler, du platzierst eine Buy-Limit-Order, damit der Markt dich automatisch abholt und dann Richtung TP geht. Und wir sehen hier, dass wir nach dem Haken mit der goldenen Box darauf gewartet hätten, dass die zweite Kerze schließt. Und wenn die zweite Kerze sich richtig verhalten hat, bekommen wir die Parameter und platzieren unsere Buy-Limit-Order. Und wir sehen, dass wir hier pipgenau abgeholt wurden und dann in Richtung TP2 gegangen sind. Drop mal eine 7 in den Chat, wenn das simpel war. Let's go, let's go. Und du hast die Parameter hier oben rechts angegeben, aber du kannst auch mit der Maus hier kurz auf Exit 1 gehen und dann siehst du hier im Prinzip den Preis, den du eintippen kannst. Und so funktioniert Golden Arrow. Es gibt natürlich ein paar Kleinigkeiten, auf die du achten kannst, um deine Profitabilität zu steigern. Und genau aus dem Grund, damit du das nötige Marktverständnis bekommst für Golden Arrow. Wie gesagt, ich bin kein Mensch, der es mag, dir es hardcore kompliziert zu machen, damit du am Ende des Tages Kopfschmerzen hast oder keine Ahnung was. Das ist nicht mein Ziel. Ich will, dass du es mega, mega simpel machst. Und genau aus dem Grund haben wir ein Bootcamp aufgenommen. Okay, wir haben ein Bootcamp aufgenommen mit 5 Videos, wo du im Prinzip das nötige Marktverständnis bekommst, das Relevanteste, das Wichtigste, was du brauchst, ohne es dir kompliziert zu machen, was du mit einbauen kannst. Du bekommst sogar von mir einen Trading-Plan mitgegeben. Ich verrate dir sogar, wie du mit deinem Trading-Journal deine Performance optimieren kannst, um noch mehr TPs zu hitten und wie du dir, ich sage jetzt mal, unnötige SL sparen kannst. Ja, und das ist wirklich mega, mega simpel. Das heißt, kurz zusammengefasst, wir warten ganz einfach auf eine Benachrichtigung, öffnen dann den Scanner, haben 5 Minuten Zeit, unsere Sachen abzuchecken, die du im Bootcamp lernst. Und wenn dann alles passt, platzierst du einfach eine Buy-Limit-Order und schreibst dein SL und dein Take-Profit ab. Simpel, Leute? Ich glaube schon, oder? Das sollte auf jeden Fall etwas sein, was jeder hier in diesem Call hinbekommt. Und das war natürlich das Ziel hinter dem Ganzen. Wenn du siehst, dass eine Flagge kommt, heißt das für dich, dass dieser Trade schon seinen Zweck erfüllt hat und du diesen Trade nicht mehr eingehen kannst. Dementsprechend wartest du einfach auf die nächste Benachrichtigung, sprich die nächste goldene Box mit dem Haken und dann die 5 Minuten, checkst kurz deine Punkte ab und schreibst dann einfach hier die Zahlen ab, die auch hier oben rechts abgebildet sind. Mega, mega simpel, oder?
Leute, drop mal eine 3 in den Chat, wenn das simpel war. Oder simpel ist. Yes, yes, yes. Und das ist das, was du optimal für dich nutzen kannst. Das heißt, du kannst, wenn du mit dem Ganzen startest, okay, und die Einarbeitung durch hast, kannst du direkt mit Golden Era loslegen und damit im Prinzip deine ersten Profits jagen, damit dann deine ersten Resultate kommen und du wirst sehen, dass Trading eigentlich gar nicht so kompliziert ist, dass Trading leicht ist und dass du damit wirklich direkt von Anfang an Resultate kriegst, was wirklich insane ist, was unglaublich ist. Ja, und dann, während du das Ganze machst, das heißt, während du mit dem Ganzen nebenbei dir dein Echtgeldkonto hochtraden kannst, kannst du dich dann einer weiteren Strategie widmen, einer, ich sage jetzt mal, ein bisschen fortgeschrittenen Strategie, wie zum Beispiel Trend Trap, wie zum Beispiel mit Price Trap, weil am Ende des Tages unser Ziel hier ist Education und wir sollten definitiv diese Education, die wir hier gegeben haben, nutzen. Ja, oder wie zum Beispiel mit einem Raffer, dass du dann, wenn du dein Echtgeldkonto hochgetradet hast, dass du dir damit Investments tätigst im Bereich Aktien. Ja, oder mit dem Leadership, dir ein weiteres passives Einkommen aufbaust, um dein Echtgeldkonto hochzupushen. Das heißt, du hast hier wirklich so viele Ressourcen. Du hast über 6, 7 Ressourcen, die du für dich nutzen kannst, um dich einfach breiter zu positionieren. Ja, und wenn du dich breiter positionierst, dementsprechend noch schneller deinen Träumen und Zielen näher kommst. So, und jetzt werden, oder ich formuliere es mal anders. Ich will euch einfach mal ein paar Results zeigen von einigen Partnern, die das Ganze so nutzen, damit du auch wirklich siehst, dass das Ganze funktioniert. Und ich habe da, ihr müsst euch vorstellen, ich bin da wirklich aufs Team zugegangen und habe die Teampartner gefragt, weil es wird wahrscheinlich viele hier geben, die sich denken, ach, der ist ja Educator und der macht ja dies und das und ist ja klar, aber diese Leute sind vielleicht greifbarer für dich. Und ich will es dir einfach mal zeigen, das sind Leute, die letzte Woche gestartet sind. Okay, das sind Leute, die letzte Woche gestartet sind und wir fangen schon mal mit dem ersten Results an. So, das sind No-Income-Claims an der Stelle, das sind keine Gewinnversprechen. Ich will dir einfach nur so als Testimonial ein paar Leute zeigen, die das Ganze für sich nutzen. Und du siehst, dass diese Person hier auf jeden Fall ein paar Profits gemacht hat, direkt von Anfang an. Okay, klar, sind am Anfang auch ein paar SLs dabei, das gehört beim Trading dazu. Aber es geht ja darum, durch die SLs zu lernen, weil SL heißt Start Learning und kein Stop Loss. Du hast hier kein Geld verloren. Du hast für eine Erfahrung bezahlt, von der du jetzt lernen kannst und dementsprechend es beim nächsten Mal besser machst. Ja, und es geht immer weiter. Und wir sehen hier, dass diese Leute dann schon angefangen haben, ihre Konten ein bisschen höher zu traden. Okay, und wir sehen dann auch ein bisschen größere Gewinne. Und natürlich dementsprechend hier mit dem Break-Even, dass die Leute mit dem Risiko-Money-Management es deutlich besser kalkulieren. Hier auf jeden Fall noch ein paar Results. Ja, dann hier. Und das sind alles Leute, die für euch greifbar sind. Das sind alles Leute von letzter Woche. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass diese Person knapp 100 € eingezahlt hat und 50 € Profit gemacht hat. Und was ich dir damit zu verstehen geben will, ist, diese Person hat keine 50 € Profit gemacht. Diese Person hat 50% Profit gemacht. Und du kannst mal recherchieren, wie lange es normalerweise dauert, wenn du in einen Aktienfonds investierst, wie lange es dauert, bis du 50% Gewinn machst. Ja, die durchschnittliche Jahresrendite ist, glaube ich, circa bei 7%, so ungefähr. Und diese Person hat 50% gemacht. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre kein 100-Euro-Konto, sondern ein 1.000-Euro-Konto. Das wären 500 Euro. Ein 10.000-Euro-Konto, das wären 5.000 Euro. 100.000 Euro und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen anfangen zu lernen, uns nicht auf die Beträge zu fokussieren, sondern auf die Prozente. Weil es kommt nur auf die Prozente an. Und wenn du dich auf die Prozente fokussierst, wirst du auch diese Disziplin aufbauen und dich nicht mehr an das Geld binden. Das heißt, du wirst keine emotionale Bindung mehr zum Geld haben, was im Trading sehr, sehr essentiell und wichtig ist. Und dadurch wirst du im Trading noch schneller wachsen. Und dann sehen wir auf jeden Fall hier, das ist dann zum Beispiel eine Person gewesen, die mit ihrem Trading-Journal ihr Trading extrem stark optimiert hat, angepasst hat und so weiter und so fort. Und wir sehen, dass diese Person natürlich SLs macht, aber nahezu fast keine mehr, weil sie einfach verstanden hat, aus ihren Fehlern zu lernen und dran zu bleiben und SLs als was Positives zu sehen. Genauso wie hier, ja, 4 Trades, allem TP, reicht. Das ist dann im Prinzip alles an einem Tag gewesen. Und prozentual gesehen sollten wir uns natürlich immer daran orientieren. Hier sehen wir wieder, oder ist das der gleiche? Nein, das ist nicht der gleiche. Hier sehen wir wieder, dass die Person 50% gemacht hat. Und Leute, das ist insane. Und wenn du das weitermachst, weiter, weiter, und wenn du konstant bist, ja, wenn du konstant dich dazu committest, 2 Jahre das Ganze mindestens durchzuziehen, okay, mindestens durchzuziehen und die Ressourcen hier nutzt, mit dem Leadership, mit dem passiven Einkommen, mit deinem Investments, dass du dein Echtgeldkonto, dass du im Prinzip in dein Business investierst, in dein Echtgeldkonto reinvestierst und konstant dranbleibst, 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 dranbleibst und dementsprechend den Compound-Effekt auslöst und
dann noch eine zusätzliche Strategie wie Trendtrap und Pricetrap lernst, kann das Ganze am Ende dann auch so bei dir ausschauen. Ja, dass du im Prinzip ein 50K-Konto hast, wo du im Prinzip dann solche Profite für dich erwirtschaftest. Und wir sehen, dass hier auf jeden Fall Golden Era mit am Start ist, aber auch die anderen Strategien, die sich diese Person angeeignet hat, weil die Person verstanden hat, was es heißt, diese Ressourcen hier zu nutzen. Und meine Aufgabe ist natürlich, dich auf diesem Weg zu begleiten. Meine Aufgabe ist es, dich bei diesem ganzen Prozess zu unterstützen, damit du so schnell es geht an deine Träume und Ziele kommst. Und deswegen machen wir auch die ganzen Sessions. Wir haben auf jeden Fall das Bootcamp ready. Wir haben auf jeden Fall die Playlist mit den ganzen Sessions. Und ich gehe dann zusätzlich nochmal jeden Mittwoch um 19 Uhr live, wo du das Ganze für dich nutzen kannst, wo du mir alle deine Fragen stellen kannst, wo du deine SLs sammeln kannst, auf die Session kommst und mich einfach nur fragen musst, hey Adam, warum ist denn den SL gegangen? Ich möchte lernen, Start Learning, ich möchte lernen von diesem SL, ich will meine Performance verbessern und ich werde dir da definitiv unter die Arme greifen. Deswegen lass uns auf jeden Fall das Ganze richtig nutzen, lass uns das voll im Nutzen, um am Anfang schnell unsere Konten hochzuflippen und parallel natürlich mit der Strategie von dem nächsten Educator weitermachen. Deswegen, Ilja, damit würde ich dir nochmal das Wort übergeben. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen und wir sehen uns Mittwoch um 19 Uhr auf der Session. Alright, Leute, droppt gerne noch ein bisschen Liebe in den Chat für Adam und seid gerne immer Mittwoch 19 Uhr auf seinen Sessions am Start. Danke dir vielmals für die Erklärung. Leute, ich liebe Golden Hour. Es ist simpel, es ist einfach. Das heißt, wenn du hier startest bei Gifu oder du bist bereits hier, dann ist das so der Einstieg für dich, wo du sagen kannst, hey, damit kann ich die ersten Einblicke in Trading haben, damit kann ich die ersten Erfolge sehen und erkennen, wie simpel Trading eigentlich hier ist. Weil Trading an sich ist im Endeffekt eine simple Sache. Von der Strategie, wie du es lernst, von der Art und Weise, wie es funktioniert. Es ist viel, was dazukommt mental. Es ist viel, was dazukommt an Erfahrung über die Zeit, wo du lernst, wirklich sehr profitabel zu werden. Aber die Golden Era ist der perfekte Einstieg für jeden Einzelnen. Deswegen danke dir, Adam, vielmals für deine Zeit, für diese Erklärung. Es ist simpel. Guck, dass ihr auf jeden Fall auf den Sessions am Start seid. Wir werden nächste Woche eine kleine Änderung haben bei Golden Era. Es wird auf jeden Fall was mega, mega Cooles da kommen. Und deswegen freut dich drauf, alright? Da kommt ein kleines Update, alright? Kommt ein kleines Update, deswegen ich freue mich drauf. Aber jetzt, Leute, lasst uns direkt weitermachen mit dem nächsten Speaker. Und der nächste Speaker ist Erik Lukas, alright? Wir haben Erik Lukas heute mit hier auf diesem Call. Drop gerne mal 777 in den Chat für Erik, der heute mit uns hier auf diesem Call mit am Start ist. Und Leute, Erik Lukas ist unser Gifu Live Educator, okay? Und ich arbeite mit Erik mittlerweile seit Jahren zusammen, seit Jahren zusammen. Ich habe seine Entwicklung gesehen, die Art und Weise, wie er sich bewegt hat in diesem Business, die Art und Weise, wie er dieses Business hier aufgebaut hat. Und genauso auch bei ihm, Leute, ist er nicht selber nur ein Trader, sondern er selber ist ein Director, alright? Er ist ein Director Leader hier in unserer Organisation, der verstanden hat, wie man dieses Business aufbaut, wie man Menschen educated und hilft, aber selber auch im Trading Geld verdient. Und ich nenne Erik immer meinen Goldjungen, alright? Er ist mein Goldjunge, definitiv. Und Leute, es ist einfach Hammer, was Erik auf die Beine gestellt hat, vor allem mit der Strategie Price Trap. Er ist unser Price Trap Educator und Price Trap ist eine Sache, wo ich sage, hey, wenn du wirklich simpel im Trading Geld verdienen willst, dann ist Price Trap deine Strategie. Es muss nicht simpel sein, aber es ist einfach zu lernen. Es ist eine Strategie, die dir wirklich helfen kann, deine Resultate im Trading zu erreichen. Und ich einfach gemerkt habe in meinem Leben, dass Price Trap meine Strategie war damals und ich habe gesagt, hey, damit will ich profitabel werden und genau damit hat es funktioniert. Und er hat das Ganze auch für sich gemeistert, wirklich gemeistert und educated das jetzt auf unserer Plattform. Und ich denke, jeder Einzelne von euch konnte mittlerweile so viel lernen von Erik, von seinen Sessions im Bereich von Leadership, wirklich auf jedem einzelnen Bereich des Lebens. Und deswegen, Erik, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du hier mit am Start bist. Leute, dieser Mann hat so viel zu tun, ist so viel unterwegs, hat so viele Calls, ist so viel in seinem Business beschäftigt, nimmt sich heute die Zeit, um mit uns hier am Start zu sein und genau zu erklären, was er macht, ein bisschen durch ein paar Testimonials zu gehen und dir zu zeigen, was damit eigentlich möglich ist. Deswegen, Leute, droppt nochmal Liebe in den Chat. Danke vielmals, Erik. Ich gebe dir das Wort ab und du kannst loslegen. Alright, alright. Geil, Mann. Da danke dir erstmal, Bro, für diese lieben Worte, Mann. Danke wirklich für das Introducing und damit auch herzlich willkommen, Guys, von meiner Seite aus hier zu diesem Call. Extrem, extrem nice, dass wir hier heute am Start sind. Haut gerne nochmal ein bisschen Liebe zurück in den Chat. Ja, für einen Ilja, der das Ganze hier organisiert hat, genauso auch für einen Adem. Ja, dieser Part gerade war definitiv insane, Guys. Und ich weiß nicht, Adem, ich liebe deine Art und Weise, wie du Dinge irgendwo erklären kannst, wie du Dinge educaten kannst. Und ich weiß ganz genau, dass wir alle unfassbar dankbar sind, Bro, für deine Education, ja, für all das, was du wirklich tagtäglich für die gesamte Organisation wirklich tust. Ja, deswegen danke ja nochmal an dieser Stelle, Guys. Und ich will nicht direkt irgendwo viel Zeit verlieren, sondern wirklich direkt reinstarten in das Ganze. Wir haben schon 34 und haben noch einiges vor auf diesen Call. Und ich möchte dir mal heute eine kleine Einleitung irgendwo geben in das, was ich vor allem in den letzten Jahren irgendwo
ja, für mich irgendwo meistern durfte, ja, welche Analyseform, welche Strategie irgendwo für mich irgendwo gut gepasst hat und womit wir vor allem wirklich hunderte Success Stories in den letzten Jahren wirklich aufbauen durften. Aber bevor ich dazu komme, weil ich auch weiß, wir haben hier sehr, sehr viele Menschen auf diesem Call, ja, die sich das erste Mal dazugeschaltet haben, die das erste Mal hier irgendwo dabei sind und heute Einblick irgendwo genießen. Ganz kurz vielleicht für mich, ja, ihr seht schon an meinem Namen. Ja, ich bin Erik Lukas. Ich bin mittlerweile seit fast 6 Jahren in dieser Industrie wirklich tätig. Seit fast 6 Jahren mittlerweile im Trading unterwegs. Und für mich war damals ein Faktor sehr, sehr wichtig. Ja, Ilja hat das Ganze eben schon ganz kurz angeschnitten, weil wir müssen verstehen, im Trading ist es so, dass es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie wir an den Finanzmärkten Geld verdienen können. Ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Strategien, verschiedene Tools, verschiedene Analyseformen, verschiedene Scanner und so weiter und so fort. Und alles funktioniert auf seine eigenen Art und Weise. Und ich habe damals herausgefunden, okay, na, es gibt Strategien, die eher etwas komplexer sind, wo es irgendwo so ist, dass du längere Zeit benötigst, um wirklich tiefgründig das Ganze zu verstehen. Genauso gibt es aber auch Strategien, wie unter anderem Price, was ich dir gleich irgendwo vorstellen werde, was sehr, sehr anfängerfreundlich ist, ja, wo du wirklich Grundlagen erlernen kannst, wo du ein ganz klares Regelwerk, irgendwas, an das du dich halten kannst und wo du wirklich einfach nach einem System agieren kannst, was irgendwo ausgelegt ist, um zu funktionieren und dementsprechend sehr, sehr geil umsetzbar ist für jeden Einzelnen von Anfang an. Und ich habe diese Strategie damals für mich irgendwo begonnen, habe das Ganze für mich meistern dürfen und kann dir sagen, es war definitiv mit die beste Entscheidung. Warum? Weil ich darauf mein Fundament aufbauen konnte. Ja, das dafür gesorgt hat, dass ich irgendwann Menschen irgendwo auch educaten konnte in diesem Bereich. Und wie ich eben schon meinte, mir wirklich hunderte von Erfolgsgeschichten wirklich mit PriceJob aufbauen konnten. Ja, an die Leute, die PriceJob trainen, ihr könnt ja gerne mal in den Chat ein bisschen was reindroppen, Guys, wenn ihr sagt, ey, PriceJob ist eine Strategie, die sehr, sehr geil funktioniert. PriceJob ist eine Strategie, wo vor allem du irgendwo auch Resultate aufbauen konntest in den letzten paar Jahren. Weil, Guys, glaubt meine Sache, wir hatten eine Phase, wo wir wirklich jede einzelne Woche 3, 4, 5, 6 neue Leute hatten, die ja, im Fremdkapitalbereich riesengroße Dinge auf die Beine gestellt haben mit dieser Strategie. Wir haben Leute, die auf Eigenkapitalbasis wirklich große Sprünge machen konnten durch diese Strategie. Warum? Weil es halt eben simpel ist. Warum? Weil es halt wirklich, wie ich eben auch schon meinte, von Anfang an einfach reproduzierbar ist für jeden einzelnen Geist. Und ich möchte euch eine kleine Einleitung in das Ganze geben. Dazu share ich einfach mal ganz schnell meinen Bildschirm. So, jetzt solltet ihr das auf jeden Fall sehen. Und wie ist es letztendlich im Trading? Ich versuche es wirklich so simpel wie nur möglich zu gestalten. Warum? Weil ich halt eben genau weiß, hier sind so viele Menschen auf diesem Call, die das erste Mal gefühlt Trading View sehen, die das erste Mal einen Chart überhaupt sehen. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe, ja, ich mache es wirklich so verständlich wie möglich. Und wir müssen eine Sache erstmal checken, um auch vor allem das Prinzip hinter PriceJob zu verstehen. Ja, es gibt an den Finanzmärkten eigentlich nur drei verschiedene Möglichkeiten, wie sich Märkte bewegen. Entweder wir haben einen Aufwärtstrend, das sieht dann meistens so aus. Na, bedeutet, wir haben hier ein High, eine kleine Korrektur, eine Neubewegung und so weiter und so fort. Bedeutet, man nennt das Ganze hier einen Aufwärtstrend. So, wenn es einen Aufwärtstrend gibt, muss es dementsprechend auch was geben? Einen Abwärtstrend, oder? Bedeutet, wir haben hier, na, wie wir sehen, einen Abwärtstrend. Einmal mal kurz bildlich dargestellt. Ja, ich zeige dir auch gleich nochmal in der Anwendung ein anderes Szenario. Bedeutet, wir haben diese zwei Möglichkeiten, wie sich Märkte irgendwo bewegen können. Und die dritte Möglichkeit, wie sich Märkte bewegen können, na, ist die sogenannte Konsolidierung oder auch Seitwärtsbewegung genannt. Wie sieht das Ganze aus? Meistens so hier. Ja, der Markt bewegt sich in so einer Range, ja, in so einer Range die ganze Zeit hin und her und ist mehr oder weniger eingefangen in einem gewissen Bereich. Und das ist letztendlich irgendwo auch die Definition von PriceJob. Ich kann es mir noch mal ein bisschen genauer aufzeichnen. PriceJob ist eigentlich nur ein anderes bzw. ein englisches Wort für Preisfalle. Ja, Preisfalle klingt absolut deutsch. Absolut cringe, aber dennoch, na, Preisfalle, wie es der Name schon sagt, ja, der Markt ist irgendwo eingefangen. Und so ist das ganze Szenario, Guys, bei PriceJob, dass wir na, auf der Suche sind nach einem Szenario, wo der Markt eventuell na, diese Bewegung hier macht, na, eine Aufwärtsbewegung macht und der Markt dann irgendwann aufhört, diese Bewegungen fortzuführen und sich irgendwann anfängt, in so einer Range halt eben zu bewegen. Das sieht dann, wie gesagt, oftmals so hier aus. Das letzte sollte jetzt nicht sein, na, dass wir hier, ich kann das mal kurz einzeichnen, wie gesagt, diese Balken sollen letztendlich diese Preisfalle jetzt einmal darstellen, na, dass wir so eine Bewegung haben. Ja, wir haben die Aufwärtsbewegung, wir kommen hier ja, in so einen Bereich rein, wo wir konsolidieren, wo wir eine Seitwärtsbewegung haben und wo der Markt mehr oder weniger eingefangen ist in diesem Bereich hier. So, und was machen wir jetzt bei Price? Wirklich, dass du es verstehst. Es ist super, super simpel. Ja, wir haben jetzt diesen Markt, der hier eingefangen ist in dieser Range. Und wir warten jetzt nur auf eine einzige Sache, auf was
Price-Trip basiert. Und zwar auf Breakout und Retest. Ja, Break und Retest. Das ist die Break- und Retest-Strategie. Schreib es dir gerne auf, wenn du neu bist und dich damit ein bisschen genauer befassen möchtest. Ja, Break und Retest. Bedeutet, worauf warten wir jetzt letztendlich? Ja, wir benötigen von diesen Zonen hier aus einen Breakout, entweder nach oben oder nach unten. Ja, die Richtung ist an sich erstmal vollkommen egal. Ja, natürlich, es gibt dann gewisse Regelwerke, die man mit einbeziehen muss. Aber wir benötigen einen Breakout, entweder nach oben aus der Zone oder wir benötigen einen Breakout nach unten aus der Zone. So, wie ich hier meinte, Breakout und Retest. Was bedeutet Retest? Retest bedeutet so viel, dass der Markt, nachdem wir die Zone durchbrochen haben, er noch einmal zurück an diese Zone herankommt. Bedeutet, das ganze Szenario sieht dann oftmals so aus, wenn wir dann hier an diese Zone zurückgekommen sind, dann können wir oftmals davon ausgehen, dass wir dann na, weiter in diese Richtung irgendwo traden können und dementsprechend von hier den Markt verkaufen könnten. Oder wenn wir hier oben durchbrochen sind und einen Retest an diese Zone bekommen haben, wir dann dementsprechend in diese Richtung hier weiter traden können. So viel erstmal dazu. Ich denke, Guys, relativ simpel. Na, es ist wirklich sehr, sehr simpel. Und ich will dir mal ein kleines Anwendungsbeispiel zeigen. Jetzt hier wirklich einfach am Live-Markt. Na, ich nehme das hier mal kurz raus, damit das hier niemanden verwirrt. Das war eine Analyse aus einer meiner letzten Sessions. Und wir sehen jetzt zum Beispiel hier, na, übergreifend, genau das, was ich eben beschrieben habe. Wir haben jetzt hier übergreifend am Markt diese Abwärtsbewegung. Na, wir haben hier, was ich auch eben aufgezeichnet habe, eigentlich genau das Szenario. Wir haben hier ein High, hier ein weiteres Low, hier wieder ein High, ein Low und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir hier in eine kleine Konsolidierung reingekommen, wie wir sehen. Ja, der Markt hat sich hier zwischen bewegt. Worauf achten wir? Wie ich es eben gezeigt habe, wir benötigen einen Breakout aus der jeweiligen Zone. Ist jetzt genau hier passiert, wie wir sehen können. Na, einen Breakout, einen Retest. Na, hier irgendwo gab es dann einen Entry. Ich mache das jetzt nicht ganz genau, weil das würde eh nur verwirren, wenn ich euch genau das ganz klare Regelwerk zeigen würde. Aber warten dann dementsprechend hier einen Entry. Na, hier dieser Balken, den haben wir vorher in der Session letztendlich festgelegt. Na, aufgrund von gewissen Situationen, aufgrund von gewissen Merkmalen und hatten dementsprechend hier ein entspanntes 1 zu 3er CRV. CRV bedeutet so viel wie Chancen-Risiko-Verhältnis. Bedeutet, wir haben hier in diesem Szenario 1% riskiert von unserem Kapital und konnten mit diesem Trade 3% Gewinn einfahren. Bedeutet relativ simpel. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, auch ein Trade von der letzten Woche. Ja, ich denke, den haben viele, die auf der Session drauf gewesen sind, irgendwo auch mitnehmen können. War ein absolut super schöner Trade. Wir sehen auch hier wieder gleiches Szenario. Wir haben hier einen Abwärtstrend. Na, wir bilden hier Highs und Lows, Highs und Lows. Sind dann hier letztendlich reingekommen in diese Zone. Wir sehen das. Na, der Markt ist hier konsolidiert. Konnte aus diesem Bereich nicht wirklich ausbrechen. Was ist danach passiert? Ich nehme das hier mal kurz raus, damit ihr das besser erkennen könnt. Nein, so, das war einer zu viel. So, wir nehmen das hier kurz raus. So, und jetzt sehen wir hier, wenn wir hier mal ein bisschen reinzoomen, na, wir haben jetzt hier einen Breakout bekommen aus der Zone. Der Markt ist hier wieder reingekommen, hat einmal diesen Bereich wieder geretestet. Wir hatten dann hier unten unseren Entry und es war in der Spitze ein fast 1 zu 10er CRV, hätte man diesen Trade von vorne bis hin wirklich mitgenommen. Bedeutet auch hier wieder einfaches Szenario. Na, man hätte 1% riskieren können und 10% damit Rendite einfahren können. So, ich würde jetzt nicht sagen, dass Price Trap generell einmal vielleicht, um noch ein paar Worte darüber zu verlieren, dass Price Trap generell darauf ausgelegt ist, riesengroße CRVs einzufahren, weil das ist nie mein Ziel. Aber ich will dir klar machen, dass es eine Strategie ist, die vom Prinzip, vom Grundprinzip sehr, sehr simpel ist. Oder ich denke, das hat jetzt jeder verstanden. Na, wir warten darauf, dass der Markt irgendwo getrappt wird, irgendwo eingefangen wird. Wir warten auf einen Breakout, auf einen Retest. Wie gesagt, ja, es gibt dann noch gewisse Regeln, gewisse Parameter, auf die wir achten müssen, aber können dann dementsprechend, wenn das gegeben wurde und gegeben ist, ja, die Regeln, an die wir uns halten müssen, dann dementsprechend diesen Trade catchen und dort wirklich ein sehr, sehr nices CRV rausholen. Und das war damals das Ziel, Guys, weil ich will euch mal kurz erklären, warum ich diese Strategie so geil finde und warum ich vor allem sage, gerade für Anfänger ist eine Strategie, die unfassbar gut ist. Es gibt mehrere Faktoren. Punkt Nummer eins ist, Guys, wie gesagt, die Strategie ist vom Grundaufbau sehr simpel. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der theoretisch morgen neu starten würde hier mit Gifu, dazu in der Lage wäre, grundsätzlich in der Theorie die Strategie innerhalb von wenigen Tagen zu verstehen. Das ist halt das Coole, aber das ist nicht so komplex. Zweiter geiler Punkt ist, na, du hast halt die Möglichkeit, na, nach dem Prinzip weniger ist mehr fortzufahren. An die Leute, die schon länger generell im Trading aktiv sind, schreibt mal gerne kurz in den Chat, wenn ihr sagen würdet, dass 10% Rendite im Monat
stabil sind. Ich denke, da gibt mir jeder recht, oder? Jeder, der schon länger im Trading ist, würde sicherlich sagen, ey, 10% im Monat ist insane. So, ich würde dir mal ganz kurz erklären, wie ich immer wieder vorgehe. Ihr seht jetzt zwar hier dieses Beispiel mit einem 1 zu 10er CRV, hier hat man ein 1 zu 3er CRV, aber mein grundsätzliches Chancen-Risiko-Verhältnis bei Price Trap ist oftmals nur ein 1 zu 2er. Bedeutet, ich riskiere 1% und kann 2% gewinnen. So, und worauf ich hinaus möchte, ist, Guys, wenn ich ein 1 zu 2er CRV habe, bedeutet das erstens, mein Trade läuft nicht wirklich lange. Ich gehe in den Trade ein und im besten Falle nach wenigen Minuten oder nach ein, zwei Stunden spätestens ist mein Trade abgeschlossen. So, was ich auch noch dir klar machen möchte, ist, wenn ich nach einem 1 zu 2er CRV Trader, wie gesagt, ich bin sehr, sehr schnell in der Umsetzung, in der Execution von diesen Trades. Ich habe gleichzeitig eine sehr, sehr gute Trefferquote dadurch. Warum? Weil ich nicht nach einem riesengroßen CRV strebe und damit dementsprechend nicht wirklich viel passieren kann. Und drittens ist, ich kann Fokus auf Qualität legen. Warum? Weil ich mir irgendwo klar gemacht habe, und das war der Durchbruch in meiner Karriere, wenn ich im Schnitt, überlegt mal, einmal die Woche ein 1 zu 2er CRV habe, was passiert dann? Naja, das ergibt im gesamten Monat vier Trades mit 1 zu 2. Und dann die Leute, die gute Mathe sind, die wissen ganz genau, ich komme mit vier Trades im Monat auf insgesamt 8%. 8% Kontowachstum, wenn ich nach genau diesem Prinzip irgendwo vorangehe. Oder was ich dir damit klar machen möchte, theoretisch bei der Strategie Price Trap reichte es aus, mit nur einem einzigen Trade in der ganzen Woche, mit nur einem 1 zu 2er CRV, ja, am Ende des Monats auf eine Rendite zu kommen, ja, zwischen 8 bis 15%, was verrückt ist. Na, und das ist die Power dahinter, Guys, dass es wirklich simpel ist, dass ich durch dieses kleine CRV eine sehr, sehr gute Trefferquote haben kann. Naja, dass dennoch aber, wie ich auch eben gesehen habe, gute CRVs irgendwo möglich sind. Naja, dass wir ein klares Regelwerk haben. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Ja, es gibt ein klares Regelwerk. Es ist nicht so, dass du irgendwo selber viel ausprobieren musst. Es ist nicht so, dass du selber irgendwo viel mit einbringen musst. Du hast ein klares Regelwerk, an das du dich halten kannst und kannst dementsprechend genau damit vorangehen. Gleichzeitig, was ich aber auch sehr, sehr cool finde bei dieser Strategie, weil, wenn ich ehrlich bin, einer der Punkte, warum meiner Meinung nach Leute im Trading scheitern, ist der Punkt, dass sie nicht geduldig sind und dass sie die ganze Zeit vor den Märkten rumhängen und darauf warten, dass solche Szenarien passieren. Wisst ihr, was ich cool finde bei Price Trap? Na, wenn ich zum Beispiel sage, morgen ist wieder Montag, das bedeutet, die Märkte öffnen heute Nacht wieder. Na, ich kann morgen früh an die Charts gehen, gehe hier meine Watchlist einmal komplett durch und zeichne mir, angenommen jetzt hier, ist eigentlich gerade ganz cool, einfach mal kurzes Szenario. Na, wir haben jetzt hier eine Trap. Na, wir haben jetzt hier einfach eine Price Trap. So, was kann ich jetzt machen, Guys? Ich kann mir jetzt theoretisch, ich mache das mal hier kurz fertig. So, eine Sekunde. Na, ich habe jetzt hier meine Trap und ich kann jetzt sagen, okay, ich beziehe mal die untere Zone hier kurz mit ein, dass wir ein besseres Szenario haben. So, wir haben jetzt hier angenommen diese Trap und ich kann jetzt sagen, okay, ich stelle mir jetzt hier einmal bei der oberen Linie und einmal bei der unteren Linie einen Alarm ein. Bedeutet, ich muss nicht die ganze Zeit vor den Charts sitzen und die ganze Zeit darauf warten, dass irgendwas passiert, sondern ich stelle mir Alarme, die mich benachrichtigen, sobald die Zone durchbrochen wird. Weil wir ja gerade gelernt haben, wir benötigen bei Price Trap nur Break und Retest, oder? Bedeutet, ich stelle mir einen Alarm ein und sobald meine Zonen, die ich mir angenommen jetzt morgen früh alle einzeichne, durchbrochen werden, kriege ich einen Alarm auf TradingView auf meinem Handy und kann dann dementsprechend kurz an die Märkte gehen, kann darauf warten, dass ich einen Retest bekomme und diesen Trade letztendlich entern. Bedeutet, ich muss nicht die ganze Zeit vor den Charts hängen, na, ich kann mich auf Qualität fokussieren, na, ich kann mir Alarme irgendwo einstellen und dementsprechend dann darauf reagieren, wenn es für mich halt eben am relevantesten ist. Und das war für mich immer ein wichtiger Punkt, na, dass ich halt eben nicht irgendwo 24/7 ja, davor sitzen muss, sondern wirklich einfach durch Alarme benachrichtigt werden kann und dann mir einfach das Beste aussuchen kann und wirklich den Fokus auf die Qualität legen kann. Na, und ich denke, das ist ein sehr, sehr geiler Faktor, wie gesagt, dass wir genau darauf achten können, dass wir genau das nutzen können für jeden Einzelnen, der hier neu startet. Und deswegen sage ich auch, Price Trap ist eine Strategie, die sehr, sehr anfängerfreundlich ist, Guys. Ansonsten noch vielleicht eine Kleinigkeit, bevor ich auch das Wort wieder abgebe. Ich will dir noch etwas zeigen und zwar, wir haben bei Gifu, so, ich hoffe, das lädt jetzt. Wir haben bei Gifu, genau, hier eine App, ich denke, man kann das Ganze sehen, na, wo du deinen Educatoren, wie jetzt zum Beispiel auch hier in diesem Szenario mir, ja, folgen kannst, ja, wo ich zum Beispiel hier
Setups updated bedeutet, ne, du kannst dir das Ganze runterladen, wenn du dann bei G4 bist, kannst du das Ganze für dich nutzen. Na, ich teile dann hier meine Analysen rein, wie du hier sehen kannst. Du kannst dir das Ganze ein bisschen genauer dann anschauen. Na, ich update dich alles, hier lädt gerade alles ein bisschen schlecht, aber ich denke, ihr erkennt auf jeden Fall den Sinn dahinter. Na, könnt dementsprechend meine Analysen für euch übernehmen. Das Ganze wird immer geupdatet und ihr könnt on the go ja das Ganze wirklich erlernen und irgendwo auch nachvollziehen. Weil das ist mir sehr, sehr wichtig, Guys. Na, dass wirklich jeder einzelne irgendwo diesen Lernprozess irgendwo hat. Warum? Weil, wie gesagt, Price war eine Strategie ist, wo du auch vor allem sehr, sehr viel einfach generell über Trading lernst, sehr, sehr viel über generelles Marktverständnis, was dir long term bei jeder einzelnen Strategie irgendwo weiterhelfen kann. Deswegen ansonsten, Guys, bevor ich abgebe, na, an die Leute, die jetzt vielleicht auch neu starten oder die generell darüber noch nicht Bescheid wussten, ihr findet mich ganz normal hier auf G4, wenn ihr hier auf dem G4 Live Dashboard seid, ja, seht ihr direkt hier meinen Namen. Ihr seht, wann ich live bin. Bedeutet immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils um 16 Uhr. Da könnt ihr euch dann quasi zu diesen Uhrzeiten immer dazu schalten. Was machen wir auf den Sessions? Wir sprechen über aktuelle Setups, wir besprechen Fragen, wir besprechen gewisse Dinge, das gewisse Regelwerk, ja, worauf es wirklich ankommt, na, damit du das Ganze wirklich für dich meistern kannst. Ja, an die Leute, die sagen, ey, ich bin schon bei G4 und ich möchte mir einfach mal ein paar Sachen anschauen. Du siehst hier in den Recorded Sessions schon einige Recorded Sessions auch von mir, na, mit verschiedenen Topics, wie gesagt, wo wir über die Märkte rübergehen, wo wir über die Grundlagen, über die Basics rübergehen und wo du dich wirklich einarbeiten kannst in diese Strategie. Deswegen so viel kurz dazu, Guys. Ansonsten, ich will nicht großartig viele Resultate zeigen, vor allem, wie es auch von Adam schon gesagt hat. Ich denke, die größte Identifikation, da kriegt man immer bei Leuten, die vielleicht noch nicht so lange am Start sind. Na, ich will jetzt nicht irgendwo über meine Resultate reden, warum, weil ich habe 6 Jahre fast Erfahrung, und die meisten halt eben noch nicht. Und deswegen sind irgendwo Resultate sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann dir nur so viel sagen, wir haben in den letzten Jahren Hunderte, wirklich Hunderte von Fremdkapital-Tradern aufgebaut mit dieser Strategie, ob es mit 10.000-Dollar-Konten waren, ob es mit 200.000-Dollar-Konten waren. Ja, es wurden Resultate aufgebaut, die verrückt sind. Wir haben sehr, sehr viele Leute, ja, die mittlerweile ja mehr oder weniger schon Vollzeit das Ganze irgendwo auch traden können in unseren Reihen. Ich will einfach damit nur klar machen, diese Strategie ist perfekt für dich, wenn du sagst, ey, ich möchte Trading erlernen auf einer relativ simplen Art und Weise, ich sage nicht einfach, sondern simplen Art und Weise mit einem gewissen Regelwerk, wo du einem Educator folgen kannst mit jahrelanger Erfahrung und dementsprechend das Ganze wirklich für dich umsetzen kannst. With that being said, guys, das soll es gewesen sein zu Price Jump. Alles weitere, wie gesagt, gerne in den Sessions verfolgen oder holt euch gerne Feedback von Leuten, die das Ganze irgendwo auch schon traden und dann können wir das Ganze auf jeden Fall gemeinsam angehen. Mit diesen Worten bedanke ich mich, Ila, bei dir, vor allem auch für das Vertrauen von deiner Seite aus, gib dir das Wort wieder zurück. Ich weiß, du hast noch einige geile Sachen, die du dem ganzen Squad hier sharen kannst. Und mit diesen Worten, geilen Abend euch und Peace out. Let's go. Bye bye. Alright, danke dir vielmals, Erik, für diesen mega, mega Part. Leute, gebt gerne nochmal ein bisschen Liebe in den Chat für Erik und genauso für Adam. Danke vielmals, Jungs, für diese Erklärung, für Golden Arrow und Price Trap. Und ich denke, ihr habt gemerkt, wie simpel diese Strategien eigentlich sind, wie simpel eigentlich das Ganze ist und was man damit aufbauen kann und erreichen kann. Und ich denke, für jeden Einzelnen ist dort mit was dabei. Alright, deswegen, Leute, ich bin excited, jeden Einzelnen von euch zu sehen, damit zu gewinnen. Okay, wir machen direkt weiter, Leute. Und eigentlich sollte natürlich jetzt der nächste Speaker kommen. Und der nächste Speaker sollte eigentlich Mohammed Ali sein, okay, aber kann leider nicht speaken aus gesundheitlichen Gründen. Alright, deswegen, Leute, droppt gerne mal gute Besserung in den Chat. Okay, für diesen wunderbaren Leader. Er kann heute leider nicht speaken. Und deswegen werde ich das Ganze so ein bisschen übernehmen. Ich werde nicht komplett auf die Strategie eingehen, aber ich würde dir sagen, wann er live ist und vor allem, was du damit bekommst. Okay, was damit eigentlich möglich ist, wenn es um die Strategie Trend Trap geht. Okay, wenn es um die Strategie Trend Trap geht und diese Strategie ist einfach wunderbar, weil ich diese Strategie mittlerweile seit Jahren verfolge und ich einfach weiß, dass genauso wie bei Price Trap, okay, es hat ungefähr denselben Namen, Trend Trap, Price Trap, alright, gibt es sehr, sehr viele Dinge, die relativ gleich sind. Und sehr, sehr viele Möglichkeiten, damit was Nices für dich aufzubauen, wenn es um Trading geht. Und Muhammad Ali ist in unserem Education Channel. Ich werde den später teilen, alright, hier in die Gruppe hier, dass du dort beitreten kannst, dass du dabei sein kannst, beziehungsweise in die ganzen Leadergruppen. Und deine Upline kann dir diesen Link senden. Leute, er selber educated Trend Trap jeden Mittwoch um 18 Uhr. Alright, jeden Mittwoch um 18 Uhr. Und was wichtig ist, ist, dass du dort am Start bist. Weil Leute, allein die letzte Session, okay, die wir hatten, allein die letzte Session, okay, ich werde dich das Ganze jetzt mal zeigen. Allein die letzte Session, letzten Mittwoch um 18 Uhr, Leute, hatten wir wunderbare Setups und ich werde ganz kurz meinen Bildschirm teilen und euch das Ganze mal zeigen. Okay, allein letzte Woche, so, Bildschirm, zack. Okay, allein letzte Woche, Leute, gebt euch das. Okay, Muhammad Ali hat auf diesem Call, okay, ein Setup gepostet, beziehungsweise gecallt und wir sehen, boom.
Dann, okay, 1 zu 3,87 CRV, bam, TP, also TP2, Hit, boom, komplett, alright? Dann haben wir das nächste Beispiel. Beispiel Nummer 2. Vorher in der Session eingezeichnet, in der Session gezeigt, dem Team mitgegeben. Jeder Einzelne, der mit dabei war, konnte einfach das Ganze copy-pasten und dabei die Strategie lernen. Boom, Trend gebrochen. Zack, was ist passiert? 1 zu 3,45 CRV, done, okay, gehittet. So, und Beispiel Nummer 3, auch auf der Session gecallt, okay? Vorher auf der Session Trend gebrochen, zack, Einstieg gewesen, hiermit dann auch und dann die Trade mitgenommen, 1 zu 6er CRV. Allein wenn wir mal darauf schauen, ein 1 zu 6 CRV, Leute, das ist crazy. Du könntest 5 Trades in den Stop-Loss haben, ein Trade in Profit und du wirst damit gut dabei. Okay, das heißt im Endeffekt, die Strategien, die wir hier teachen und das Education-Team, was wir hier haben mit GFOB, aber genauso auch hier in unserer Organisation, ist unschlagbar. Und ich würde sogar behaupten, dass die Strategien und das Education-Team, was wir hier haben, vor allem auch bei GFOB in unserer Organisation, wir haben ein System aufgebaut, lass mich das so sagen. Wir haben ein System aufgebaut, das erstens für jeden was dabei ist, aber zweitens auch jeder seine Resultate wirklich sehen kann. Jeder Einzelne kann irgendwo einen Weg finden, seine Resultate zu haben, ob das mit Golden Arrows, ob das mit Price Trap ist, ob das mit Trend Trap ist. Also ganz viele Möglichkeiten, dass du das aufbauen kannst. Und Muhammad Ali educated genau diese Strategie, Trend Trap, ja, jeden einzelnen Mittwoch um 18 Uhr, ja, Adam dementsprechend jeden einzelnen Mittwoch um 19 Uhr und Erik dann auf G4 Live auf unserer Plattform. Okay, und damit ich ganz kurz auch weiterschwenken, bevor wir dann zum auch letzten Bereich kommen. Und das ist zu Raphael. Okay, Raphael ist unser brand new G4 Life Educator. Und Leute, ja, auch er, leider, okay, ich werde gleich selber darauf eingehen, kann leider nicht am Start sein auf diesem Call. Aber ich will kurz auf diesen Bereich eingehen, weil ich mit diesem Mann die letzten Monate sehr viel zusammengearbeitet habe und gesehen habe, was er auf die Beine gestellt hat hier in unserem Bereich. Und er hat eine Lücke gefüllt, würde ich sagen. Er hat eine Lücke gefüllt mit dem Bereich Stocks. Und Raphael ist seit neuestem, seit einer Woche offiziell Educator bei G4 Life. Davor hatte er über 1,5 Jahre lang auf Zoom geeducated und ich habe die Resultate gesehen. Ich habe gesehen, was Menschen dadurch gelernt haben. Warum? Weil es gibt einen Weg, dass du mit Trading Geld verdienst. Okay? Du kannst mit Trading Geld verdienen und du kannst damit gut Geld verdienen und du kannst damit wirklich wunderbare Resultate aufbauen. Aber ich finde eine Sache sogar noch wichtiger, wenn ich ehrlich bin. Eine Sache, die noch wichtiger ist, meiner Meinung nach, ist, dein Geld erstens richtig zu sparen und richtig zu investieren. Okay, sein Geld richtig zu sparen und richtig zu investieren. Weil ich kenne Menschen, okay, und das ist wirklich so. Ich kenne Menschen, die 10.000 Euro im Monat verdienen und ich kenne Menschen, die 100.000 Euro im Monat verdienen. Und ich kenne Menschen, die 10.000 Euro im Monat verdienen und besser leben als Menschen, die 100.000 Euro im Monat verdienen. Stell dir das mal vor. Crazy, oder? Eigentlich logisch gesehen macht das keinen Sinn, aber Einkommen, reich sein ist nicht gleich wohlhabend sein. Nimm einem Reichen seine Einkommensquelle weg und er ist broke. Nimm einem Wohlhabenden seine Einkommensquelle weg und er ist immer noch wohlhabend. Okay? Das ist im Endeffekt, Wohlstand ist was anderes. Und das, was Raphael dir teacht, und das werde ich dir ganz kurz zeigen, auf G4 Life, auf unserer Plattform, Leute, das, was Raphael dir teacht, ist, wie du dir Wohlstand aufbaust. Okay? Wie du dir wirklich Wohlstand aufbauen kannst. Das heißt, wenn du auf unserer Plattform bist und du gehst auf Academy im deutschsprachigen Raum, haben wir hier einen ganz neuen Bereich namens Stocks University. Und wenn du auf diesen Bereich drauf gehst, hast du hier Raphael. Okay, er ist mehrmals die Woche live. Das wird jetzt hier noch aktualisiert. Aktuell am Dienstag immer um 21 Uhr. Das heißt, Raphael ist am Dienstag um 21 Uhr live. Er hat jetzt letzte Woche, also diese Woche dementsprechend, seine erste Session gehabt. Die ist auch bereits aufgezeichnet und hier verfügbar. Wenn du noch nie einen Einblick dazu hattest, empfehle ich dir, die erste Session anzuschauen, weil er dort auf die Beginnings eingeht, wirklich darauf eingeht, was er eigentlich macht, okay, dementsprechend, wie er vorgeht, was seine Mission ist, was sein Werdegang ist, vor allem auch, dass du wirklich genau verstehst, wie es funktioniert und er teacht dir diesen gesamten Bereich. Das heißt, im Endeffekt hast du da wirklich alles gegeben, was du brauchst, um wirklich zu lernen, okay, wie investiere ich in Stocks, wie investiere ich in Aktien, wie lasse ich mein Geld richtig vermehren, wie kann ich diesen Bereich vor allem für mich outmaxen und wie kann ich damit erfolgreich werden, Leute. Okay, deswegen, Leute, droppt gerne nochmal 7 in den Chat für Raphael. Er kann heute leider auch nicht im Start sein, weil er im Flugzeug ist. Das Ganze hat sich so ein bisschen verschoben. Also war das ein bisschen ungünstig. Aber Leute, ich denke, ich hatte ganz, ganz, ganz viel Value auf dem Call. Und da würde ich ja selber persönlich ganz kurz noch auf einen Bereich eingehen. Deswegen den Call auf jeden Fall nicht verlassen, bevor wir dann zu dem Chat kommen und noch ein kleines Announcement. Und zwar würde ich kurz auf einen Bereich eingehen, der Personal Development heißt. Okay? Wir hatten jetzt ganz viel Trading, wir hatten ganz viel Investment, wir hatten ganz viel das Thema, hey, wie kannst du mit Trading Geld verdienen? Und ich selber bin Personal Development Educator hier in GFU, alright? Und ich will ganz kurz auf diesen Bereich eingehen, warum dieser Bereich so wichtig ist und vor allem, warum du dich mit diesem Bereich
beschäftigen solltest. Okay? Weil ich bin der Meinung, dass Personal Development alles ist. Drop mal eine 7 in den Chat, wenn du auch der Meinung bist. Warum? Weil es ist immer, wie Muslim es auf dem Event gesagt hat, letzte Woche ist you for is you, richtig? Es ist du selber gegen dich selber. Und wenn du selber nicht klar bist von deinem Verstand, wenn du selber keine Kontrolle hast über deinen eigenen Verstand, ist egal, was du tust, zum Scheitern verurteilt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich sage nicht, dass zu Hause sitzen und denken und nichts tun dich erfolgreich macht. Nein, aber zu Hause sitzen, zu denken und dann umzusetzen, das macht dich erfolgreich. Warum? Weil 90% von Erfolg ist Mindset. 10% ist das, was wir tun. Das ist die Wahrheit. 90% ist Mindset. 10% ist das, was wir tun. Das heißt, wenn deine Mentalität nicht richtig ist, dann kann sich nichts verändern. Und das, was ich teache hier im Personal Development Bereich, jeden Sonntag um 20 Uhr, okay, du kannst dann gleich in den Channel mit rein oder kriegst du dann immer den Link. Okay, was ich damit teache, ist, wie du dich selber wieder in Klarheit bringst, wie du Klarheit über dein Leben erlangst, wie du eine Identity Change kriegst in deinem Leben. Und das ist das, und vor allem auch der Grund, warum ich das teache, ist, weil ich selber in diesem Bereich tätig war und verstanden habe, was es heißt, sich zu verändern. Weil ich verstanden habe, was es heißt, von niemand zu jemand zu werden. Weil ich verstanden habe, was es heißt, von einem Denken der Negativität, von einem Denken wo du kein Selbstbewusstsein hast, in dein Denken zu kommen, der Positivität und eines Selbstbewusstseins. Ich habe selber diesen Prozess machen müssen in meinem Leben, von broke to rich, von unselbstbewusst zu selbstbewusst, okay, von undiszipliniert zu diszipliniert, von Unglaube zu Glaube. Das heißt, ich habe diesen Change in meinem Leben machen müssen und ich habe von Menschen lernen können, die mittlerweile diesen Bereich outmaxed haben und das persönlich one-on-one. Und ich bin da, um diesen Mentorship und diesen Value auch dir mitgeben zu können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass egal, was du erreichen willst, egal, wie viel Geld du verdienen willst, egal, welche Persönlichkeit du werden willst, ich denke, den Identity Change, okay, diese Persönlichkeit zu verändern, ist einer der wichtigsten Punkte, womit du anfangen solltest. Wenn das gegeben ist, kannst du darauf dein Haus bauen. Und wir wissen alle ganz genau, dass von einem Haus das Fundament das Wichtigste ist. Und die Zeit, die du investierst in dein Fundament, wird dir helfen, ein stabiles Haus darauf zu bauen, was nicht nur für ein Jahr steht, sobald das nächste Gewitter kommt, nein, sondern was für Jahrzehnte steht, egal was passiert in deinem Leben. Und darum geht es, Leute, dass wir lernen, Standfestigkeit aufzubauen, dass wir lernen, ein Bulletproof Mindset aufzubauen. Und wir Menschen, okay, das ist bewiesen, wir Menschen haben über 60.000 Gedanken jeden einzelnen Tag. Über 60.000 Gedanken jeden einzelnen Tag und die Masse davon, über 90% davon sind negativ. Das sind einfach negative Gedanken. Es ist immer negativ und das meiste davon ist eine Wiederholung vom vorherigen Tag. Das heißt, du kannst die Probleme nicht lösen in deinem Leben mit demselben Level an Denken, was sie kreiert hat. Merk dir das. Du kannst ein Problem in deinem Leben nicht lösen mit demselben Level an Denken, was dieses Problem kreiert hat. Und Leute dachten, ich bin crazy, als ich damals angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Leute dachten, ich bin crazy, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Erfolg, Personal Development, Mindset, Geld und Veränderung. Als ich mich damit beschäftigt habe, haben Menschen sowas nicht verstanden, aber ich habe gemerkt, wie wichtig es ist. Und desto mehr du lernst, desto mehr du lernst von Menschen, die es bereits haben, desto mehr du selber an Informationen bekommst, umso mehr wert bist du. Und umso mehr wert du bist, umso freier bist du. Umso mehr Geld verdienst du. Und umso mehr funktionieren Dinge auch für dich. Warum? Weil Geld, Erfolg, alles in deinem Leben ist immer eine direkte Reflexion von dem, wer du bist. Es ist immer eine direkte Reflexion von dem, was du drauf hast. Es ist immer eine direkte Reflexion von dem, wie unersetzbar du bist. Und es ist unersetzbarer du bist, umso erfolgreicher bist du. Und das, was ich tue mit Personal Development, ist dir zu zeigen, wie du eine unersetzbare Person wirst, wie du eine einzigartige Person wirst, wie du einfach das outmaxen kannst in deinem Leben, wer du bist. Und ich bin der Meinung, dass wir oftmals eine falsche Perspektive haben darauf, wie du von Introvertiert die beste Version daraus werden kannst, von Extrovertiert die beste Version daraus werden kannst, von einer schlechten Vergangenheit das Beste daraus tun kannst. Weil ich bin der festen Überzeugung davon, dass es vielleicht nicht deine Schuld ist, dass du broke geboren wirst, aber es ist definitiv deine Schuld, warum du broke stirbst, richtig? Das heißt, dein Anfang ist oftmals nicht beeinflussbar, aber dein Ende ist beeinflussbar. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder einzelne Mensch in seinem Leben diesen Turning Back Moment hat, diesen Moment hat, wo er was verändern kann, diesen Moment hat, wo er sich changen sollte. Und dazu wird der Personal Development helfen. Okay, deswegen schalte auch gerne jeden einzelnen Sonntag um 20 Uhr ein, um dort mit am Start zu sein. Okay, deswegen genießt das Ganze, sei dort wirklich am Start, nimm diesen Value mit, ob das Golden Era ist, ob das Price Trap ist, ob das Trend Trap ist, mit einem Adam, mit einem Erik, mit einem Muhammad Ali, mit meiner Persönlichkeit in Personal Development oder mit Raphael im Bereich Stocks und viele weitere Educator. Finde deinen Weg, finde irgendwo deinen Weg, wo du sagst, hey, das ist das, womit ich erfolgreich werden will und dann stick to the plan. Stick to the plan, das ist das Allerwichtigste. Sobald du dich entschieden hast, gib dir Zeit. Und alles, was du gerade gesehen hast, es hört sich simpel an, es hört sich wunderbar an. Es ist einfach nein. Warum? Weil die Realität wird in dein Leben kommen. Aber das, was du verstehen musst, ist, dass die Dinge Zeit brauchen.
Die Dinge brauchen Zeit. Und das ist eine Sache, die ich damals für mich verstehen musste. Die Dinge im Leben brauchen Zeit. Die Dinge, ein Erfolg brauchen Zeit. Als ich damals mit Trading angefangen habe, als ich damals mit Personal Development angefangen habe, als ich damals mit diesem Business gestartet bin, wisst ihr, was ich meinem Mentor damals gesagt habe? Ich habe ihm gesagt, hey Bro, ich werde das Ganze 3 Jahre lang machen. Und ich muss nicht einen einzigen Cent sehen. Und danach entscheide ich, ob das Ganze was für mich ist. Erst danach entscheide ich, ob das Ganze was für mich ist, nach 3 Jahren. Und deswegen gib dir die Zeit, dein Leben zu verändern. Gib dir die Zeit, die beste Version deiner selbst zu werden. Es wird nicht von heute auf morgen kommen. Weißt du, was das größte Problem ist? Die meisten Menschen quitten zu frühzeitig. Sie hören zu früh auf. Das ist der einzige Weg, um zu scheitern. Zu früh aufzuhören. Zu früh aufzugeben. Wahrscheinlichkeit für Erfolg steigt immer durch Zeit. Zeit ist der Faktor, der Wahrscheinlichkeit für Erfolg steigen lässt. Die Zeit, immer die Zeit. Du kannst Erfolg cheaten. Und dann kannst du reden, als wärst du erfolgreich. Aber die Zeit teach dich wirklich. Die Zeit verändert dich wirklich. Also gib dir die Zeit, in diesen Strategien gut zu werden. Okay? Gib dir die Zeit, um in Trading, in Stocks, Personal Development, egal was, wirklich gut zu werden. Gib dir die Zeit dafür. Und du wirst merken, Step by Step werden sich Dinge verbessern. Okay? Und dafür war der Call heute, Leute, ein bisschen Einblick zu geben in unsere Strategien, was damit möglich ist. Was du damit lernen kannst. Ich werde gleich nach diesem Call den Link nehmen von unserem Gifu Education Channel. Wenn du ein Teil bereits bist von Gifu, kriegst du den Link von deiner E2000 Elite 2000 Above Upline. Ich sende das in die E2K-Gruppen und dann können wir das Ganze nochmal weiterleiten. Seid bitte auf den Sessions dabei, nutzt den Service. Wie ich am Anfang erwähnt habe, Leute, 5 Euro am Tag. 5 Euro am Tag. Allein mit der Inflation gibst du heutzutage für ein Eis 5 Euro aus. Für eine Kugel Eis. Für einen Döner gibst du mittlerweile 7 Euro aus. Leute, 5 Euro am Tag. Also, ist euch das bewusst? 5 Euro. Stell dir vor, du nimmst jeden Tag. Okay, 5 Euro. Aber ich habe, glaube ich, ich habe keine 5 Euro, oder? Nee. Stell dir vor, du nimmst jeden Tag 5 Euro. Und du investierst es in dich selbst, in ein so großes Wissen. Das ist nichts. Das ist ein Segen, Leute. Das ist wirklich ein Blessing. Deswegen lass uns das genauso nutzen. Aber als wäre es viel mehr wert. Weil es ist wirklich viel mehr wert. Okay? Deswegen, Leute, ich hoffe, der Call hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich freue mich auf die Tour. Ganz wichtig, nochmal ein Pell von meiner Seite aus. Nimm bitte die Tour wahr, okay, sei auf der Tour im Start. Wenn du selber ein Partner bist hier bei Gfu, dann stell sicher, dass du dein Ticket bitte kaufst, alright, dein Ticket hast für deine jeweilige Stadt. Die Tickets sind 20, 25 Euro, wo du 4 bis 5 Stunden Value hast, Opportunity Event plus Teamtraining in Köln, Frankfurt, Linz, Wien, egal wo. Nimm bitte dein Ticket, kauf dir das nach diesem Call auch, dass du dort auf dieser Tour wirklich präsent bist und dabei bist. Ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Sonntagabend, okay, morgen startet der neue Montag. Und eine neue Woche, morgens Rank Day. Das ist die letzte Promo-Woche auch, wo du günstiger starten kannst und Menschen die Möglichkeit gibt es auch günstiger zu starten hier dementsprechend mit Gfu. Und deswegen nutze diese Möglichkeit, nutze diese Woche und wir sehen uns dementsprechend dann auf der Tour. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und wir sehen uns. Bye, bye.